So, alles gespeichert. Jetzt wollte ich aber noch mal gucken, was habe ich denn für Wünsche? Seifenblasenpuster, Gerät zur Unterhaltung, Computer kaufen und ein Auto kaufen. Hä? Alles, was Spaß macht, ne? Ja, Zeit laufen lassen. So, ich lieg im Bett und schlaf. Und ich hab doch, jetzt weiß ich, was da gezählt wurde. Ich hab die Freundschaft fürs Leben geschlossen, oder? Ja, hier. Mit Beate, Freundschaft fürs Leben. Haha, das war doch mein Wunsch gewesen. Ja, es sieht es, also es wird hier mit den Leuten. Das war echt super und auch mit Bildern, das hat sich voll gelohnt. Und hier, also so langsam, es nimmt Formen an. Oh, was ist denn hier kaputt? Halt, stopp, was ist da, was ist da, was ist da? Irgendwo unten. Ich habe Fußboden gesehen. Was geht hier ab? Was ist hier kaputt? Was passiert gerade? Oh Gott, irgendwer, irgendwas. Hast du was gemacht? Hast du irgendwas gemacht, Bastian? Oh, bist du? Du bist dick geworden. Oh, schaut euch das hier mal an. Ich hoffe, das war deswegen. Nichts Schlimmes passiert, oder? Ich soll aber Ihr wohl. seid am Essen, das ist Oh, okay. das tut er. Nadine Und und das ist Chiara, süß. alle Wo kann gut. der mal tun, ihr Irgendwie hat wieder Legende? keiner den Fernseher ausgemacht. Emilio futtert noch. Wo ist sie Ja, nur denn? und Chiara geht nach draußen. Wo willst du hin? Das hast du vor? Nein. Ich wusste es. Beate, die Böse. Meine neue Freundin fürs Leben. Hat hier was hingekriegt. Oh. Haha. Cool. Du wirst angeknurrt. Guck mal. Angebellt, besser gesagt. Ja. Lass dich nicht beißen. Ja, das habe ich jetzt davon, ne? Beate hat das Tai Chi ins Haus gebracht. Mann, war das erholsam, als sie das noch nicht konnten. Ja, kümmere dich um den Hund, jag den mal weg oder so. Oder pfeif ihm was, genau. Pfeif ihm was. Oh, guck mal, Emilio guckt aus dem Fenster. Aha. Mann, wir müssen hier unbedingt das Unkraut machen. Das ist eklig hier. Oh, es wird ja richtig überwuchert uns hier. Meine Güte. Ja, so, eigentlich wollte ich auch noch mal bei den anderen jetzt mal reingucken, wie es denen so geht und, ne? Wie die Beziehungen aussehen. Könnte man ja mal gerade machen. Ich schlafe ja noch ein Weilchen. Fangen wir mal unten an. Also, beziehungsmäßig bei Nadine. 100, 100, 100, ja, fast 100 und, also ich würde sagen, da sieht es richtig gut aus. Oh, wir gehen ein bisschen runter. Sogar die Beate hat so ein bisschen kennengelernt. Schau an, schau an. Ansonsten geht es dir wie? Bis auf. Jo, hätte es vielleicht vorm Bett auf Toilette gesollt. Aber es geht ihr gut. So, was haben wir denn hier? Geht's auch gut soweit? Alle leben noch. Das ist immer das Beste von allem. Und wie sehen denn hier die? Ja, sie mag mich irgendwie gar nicht. Also mit Luise habe ich es halt einfach nicht, muss ich zugeben. Sie mit mir aber auch nicht. Die anderen, ja, am liebsten mag sie Emilio. Ja, Emilio und Luise, das ewige. Ja, ne? Was haben wir denn da bei Luca? Sieht's auch gut aus. Alles im grünen Bereich, würde ich sagen. Hier auch. Mit Chiara wackelt's ein bisschen. Ja. Und bei mir sogar die Blitzchen hier. Finde ich cool. Und ihr mögt euch. Oh. Was passiert da gerade? Hilfe! Da gucke ich so gebannt hier auf die Sachen und übersehe, dass hier irgendwas am Kämpfen ist. Wer ist denn hier wieder mit wem am Kämpfen? Ist es eine Hand? Nee, da guck mal, da spritzt sogar Blut. Uiuiuiui. Ich halt mal kurz an. Ich will das jetzt hier mal durchgucken, weil, ja, macht mich sonst ganz kirre. So, hier ist auch alles bestens mit den Freundschaften. Oh ja, ist gut. Da kennt. Oh, guck mal. Chiara hat sogar eine Freundschaft zu Rebecca aufgebaut. Das finde ich ja mal cool. Das finde ich richtig cool. Bei Emilio, naja, mit Beate ein bisschen. Und ansonsten hier, Emilio, Herzchen bei mir. Oh, guck mal da. Ja, sonst geht's dir aber gut, ne? Was haben wir hier am Laufen? Alles in Ordnung. Er will irgendwen heiraten, aber das gucke ich gar nicht weiter an. Oder er will, dass irgendwer irgendwas macht. Blablabla. Weg da. Tu das doch mal weg hier. Nee, es hilft mir auch nichts. Dachte, ich krieg das jetzt weg. Oh, guck mal, hier noch jemand. Rebecca und Bastian. Ja,
Bastian hat Rebecca kennengelernt. Das finde ich gut. Sonst keinen von den Leuten, ne? Ansonsten hier alles, ja. Am besten versteht er sich mit Ben. Okay, ja, interessant, interessant, was hier alles geht. Und jetzt will ich wissen, was hier am Kämpfen ist. Ah ja, zwei Hunde, okay. Einer mit Leuchtiaugen und einer ohne, oder was? Ja, Tatsache. Thor. Oh, Thor hat Alabama besiegt. Ja, Thor hat gesprochen, ne? Ich bin Thor. Ich leuchte dich an. Ich kämpfe gegen alles und überhaupt. Und ich gewinne auch jeden Kampf, ne? Ich habe Alabama besiegt. Ja. Blöde Alabama. Hat gedacht, sie könnte gegen mich gewinnen. Haha. Hat sie aber nicht. Aber jetzt nicht unsere Luise anfallen oder unseren Emilio oder so, ne? Erstmal Kopf schütteln. Schlapperöhrchen. Ich passe auf die beiden auf. Ich passe auf die beiden auf. So, ich sollte jetzt auch mal wieder spulen. Mein Gott, die Nacht geht ja gar nicht rum. Ich muss doch morgen. Huch, was ist denn jetzt kaputt? Ich muss doch morgen. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Jetzt haben wir zwei davon. Was geht denn hier ab? Was ist denn das jetzt? Da ist Bill. Und da ist Thor. Also Thor und Bill, bitte. Ach, warum habe ich hier eigentlich so viele Werwölfe? Ne, eigentlich hieß es, naja, gut, okay, wahrscheinlich, weil ich hier so viele Bäume habe. Weil normal kommen die ja eher gut in bewaldetes Gebiet, das stimmt schon. Und wo Kinder sind. Also kleine Kinder, Babys, Kleinkinder, die ziehen die Dinger auch an. Hier ist es nicht ein Kind, aber dafür viel Baum und so, ne? Ich traue mich nicht mehr zu spulen hier. Nachher verpasse ich wieder Sachen. Wow, wow, wow. Ja, ich finde es schade, dass man sich mit denen, um Werwolf zu werden, anfreunden muss. Sinnvoller wäre eigentlich, der Wolf kommt und beißt einen einfach mal. Vielleicht gerade, weil er einen nicht mag. Das fände ich viel besser. Da hinten wird gebuddelt. Ja, genau, so, knurr unser Luca an und dann beiß ihn mal ins Bein. Dann habe ich irgendwann mal einen Werwolf in der Sims-Geschichte bei mir. Ja, ihr seid... Oh, Emilio! Emilio! Ich kann's nicht glauben! Hey, weh, wenn du ihn jetzt anfauchst, weil er da mal was Gutes tut. Emilio hat... Oh, Emilio. Oh Gott, ich hätte es nie im Leben geglaubt. Emilio entwickelt, ja, sowas wie Ordnungssinn. Nennen wir es mal so. Ich glaube nicht, dass er Naturliebhaber wird. Ich denke eher, er möchte hier für Ordnung sorgen. Ihm geht das selber auf den Keks. Streitet ihr euch jetzt da hinten um den Platz? Wer da wie wo graben darf und so? Cool, ich find's cool. Also meine Sims sind echt genial. Und jetzt wird da hinten gleich gefetzt, oder? Ja, ich hab's schon bei Thor gesehen. Thor hatte schon wieder diesen Boxhandschuh über dem Kopf. Naja, wer ist jetzt am... Bill darf auch mal... Ja? Was sagst du zu Bill? Darf der das? Oder sagst du gleich wieder, nein, das war mein Loch. Du bist wie Alabama, die machen dich auch kaputt. Ja, genau. Sag's ihm. Ich hab schon mit Alabama gekämpft. Jetzt hör auf, da zu buddeln. Das ist mein Loch. Ich finde das gerade echt interessant hier mit den Hündchen da. Und ich muss irgendeinen Baum einsprühen, sehe ich. Eieieiei. Na gut, sie werden irgendwas tun. So, was ist denn hier drinnen los? Nichts. Unsere zwei sind immer noch da draußen am Spielen. Das ist gut. Wo ist Emilio hin? Emilio? Emilio? Oh Gott, Luca, jetzt wein doch nicht. Es hat dich doch keiner gebissen. Aber wo ist jetzt Emilio hin? Habe ich den verloren? Ist er am Angeln? Ist er hier irgendwo am Rumfummeln? Nö. Emilio, Emilio. Wahrscheinlich ist er oben. Tralala. Ah. Oh nein! Nein! Nein, Chiara, bitte! Was tust du da? Jetzt hat Chiara im Bad mit dem Tai Chi angefangen und Nadine versucht es auch nachzumachen. Nein, tut mir doch bitte den Gefallen, hört mit dem Mist wieder auf. Da, Emilio. Ha, Emilio hat sich ins Bett gelegt. Na, ich werde jetzt mal spulen, weil, ja, ich muss aufstehen, es wird Zeit. Ich muss die da von dem Tai Chi ablenken und so weiter und so fort. Alter, das freie Wochenende hat sich volle Pulle gelohnt, das muss ich wirklich mal sagen. Das hätte nicht besser laufen können. Was ich alles geschafft habe hier. Charisma. Ich bin immer noch begeistert. Charisma, volle Pulle, ey. Leute, Leute. Aber ich brauche immer noch mehr Leute. Also ich brauche immer noch mehr, wie sagt man?
Mehr Freunde. Wann muss ich denn los? Um wie viel Uhr fährt meine Bahn? Oh, 6 Uhr vorbei. Ich stehe jetzt mal auf hier. So, Mädel, komm mal aus dem Klo raus hier. Geh weg da. Ach komm, Säubern sparen wir uns. Jag mal die Dings da raus, dass die zwei da mal aufhören. Und, ja. Wir müssen uns um die Arbeit kümmern und alles. Ja, hört mal auf mit dem Blödsinn jetzt. Ihr zwei Verrückten. Raus da. Hör auf mit deinem Tai Chi. Du willst jetzt nicht duschen, ne? Nee, nee, nee. Hallo. Hallo. Kannst du mal rausgehen, bitte? Ja, das ist auch so ein Nachteil. Die hören ja dann gar nicht mehr auf einen, ne? Ich werde hier voll untergraben, unterwandert. Keiner hört mehr auf mein Kommando. Es ist hier kaputt. So, sind die Hundis da immer noch am rummachen? Nee, die haben sich verpieselt, glaube ich. Die sind weg, oder? Ja, sieht gut aus. Aber hier echt Werwolf-Alarm. Jojo, so, wenn ich Pipi gemacht habe, gehe ich auch direkt duschen. Sauber machen darf das heute mal wieder wer anders. Ich war so fleißig, ihr dürft auch mal wieder was tun. Ihr seid ja schon so verwöhnt worden hier, das ist ja nicht mehr normal. So, und der Fernseher hat Dauerbetrieb und... Moment, was machst du? Warum leuchtet Chiara, wenn sie Fernsehen guckt? Dance TV! Die hat Dance TV, glaube ich, geguckt, oder? Opa, das sieht eigentlich eher nach Sport aus. Aber sie ist ja kreativ. Also sie hat das ja mit der Musik und so. Könnte sein, dass sie kurz Dance TV geguckt hat und dadurch geleuchtet hat. Ja, wir werden es nie rausfinden. Keine Ahnung. Ja, ach Nadine, du bist so lieb, du. Danke fürs Aufräumen. Ich mache dafür ein leckeres Frühstück. Wie wär's denn mit Pfannkuchen? Das kriege ich, glaube ich, gerade noch schnell hin. Und ich habe wieder Wünsche. Wie sag ich's denn? So, mal gleich die Leute zum Essen rufen. Und Chiara geht wieder ihrem Lieblingshobby nach. Ich mach Musik. Ja, und unterhält uns damit auch direkt wieder. So, Mädel, gib dir ein bisschen Gas hier, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ah, ich bin gespannt. Also rein theoretisch müsste ich auf jeden Fall befördert werden. Also, es sieht ziemlich gut aus. Ich habe meine Freunde und ich habe hier auch alles. Sieht sehr gut aus. Und ja, mal gucken, ob das klappt. Weil ich möchte hier ehrlich gesagt langsam vorwärts kommen. Ich habe Angst. Das wird sonst so ein Dauerprojekt hier. Nein, jetzt habe ich auch noch... Och, Petra, was machst du da? Essen servieren sieht anders aus. Hol doch mal die verkugelten Dinger da raus. Naja, gut, wir hatten letzten knusprigen Fisch, also... Man möge es mir verzeihen. Einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Ja, das ist eine ganz tolle Idee. Wir brauchen wohl noch welche. Kann ich schon mal klicken? Nee. Komm, stell das Ding ab. Das Austeilen dauert einfach viel zu lange. Jetzt musst du halt mit sowas vorlieb nehmen. Hier, Essen. Essen und zum Essen rufen. Haushalt hier. Leute, es gibt ein bisschen angekokelte Pfannkuchen. Tut mir leid. Ja, aber scheinbar ist dieser Mittwoch nicht mein Tag. Ja, genau, es schmeckt nicht so gut, aber es ist besser als gar nichts, es ist essbar. Man verhungert nicht. Man wird auch nicht krank von... Oh, da stinkt aber einer ganz gewaltig. Heiliges. So, und weißt du was? Du hast... Halt, du hast hier genug gegessen. Du gehst mal bitte viele einsprühen, schnell. Mach mal, bevor wir auf die Arbeit gehen. Ja, das schmeckt eh nicht. Das dürfen andere essen. Da kommt nämlich schon mein Auto. Ich hab's gewusst. Aber ich sprühe erstmal, Herr Auto. Herr Mensch da, ne? Mit wem fahre ich denn eigentlich? Kann ich das sehen, mit wem ich da unterwegs bin? Eine Blondine mit Zopf. Okay, wer bist du? Kann ich dir nicht sagen. Du heißt nicht. Du hast keinen Namen. Du drückst immer nur auf die Hupe, ne? Ja, ja. Immer schön auf die Hupe drücken. Ah, ja. Ich kenne dich auch nicht, ne? Du gehörst nicht zu meinen Bekannten. Nee. Du bist einfach nur die Frau vom Fahrdienst. Ja.
So ist das. So, bei welchem Baum bin ich gerade? Da. Okay, alle geputzt, alle gemacht. Ja. Ja, ich muss mich halt auch um die Sachen kümmern, ne? Tut mir ja leid. Gott, wenn ich mir den Vorgarten hier angucke, mit dem ganzen Unkraut und den 1000 Blättern und... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ach, ja. Na gut, ich bin mal wieder auf Arbeit. Ich habe zumindest noch mal Essen serviert, wenn es auch nicht das Leckerste ist. Ja. Ach, ich wollte ja eigentlich auch mal gucken, wie es bei den anderen mit den Fähigkeiten aussieht. Das war es doch eigentlich auch, was ich gucken wollte. Können wir in der nächsten Nacht machen. Dann gucken wir mal, was die so an Fähigkeiten mittlerweile alle drauf haben. Oh, Luca, bist du müde? Dann geh doch, leg dich schlafen. Es ist doch jetzt oben alles frei, oder? Guck mal, so viele Leute wie hier rumlaufen. Hier sind Betten massig frei. Kannst du dich hinlegen? Tu das. Geh nach oben. Hast recht. Geh schlafen. So, und wer möchte, kann den Rest abspülen. Oh, und Emilio ist auch dicker geworden. Die werden alle dick. Ich überfüttere meine Leute hier. Guck mal. Das sieht nicht gut aus. Ihr müsst Sport treiben, Leute. Da oben steht so ein Multi-Dingsbums-Trainingsteil. Wenn ich das Fahrrad da hinstellen würde, wären sie sofort drauf, glaube ich. Und beim Laufband auch. Nur auf dieses Multi-Ding will keiner gehen. Wir könnten allerdings, glaube ich, auch vom Fernseher trainieren, wobei ich nicht weiß, ob genug Platz da ist. Das kann ich nicht sagen. Das wäre vielleicht mal eine Idee. Gehst du trainieren? Nee, ne? Du gehst höchstens aufs Klo. Ja, trainieren willst du nicht. Ei, wer steht denn da auf? Ben, guten Morgen. Schön, dass du wach bist. Muss da noch jemand oder will jemand ins Bett noch? Nee, ne? Ihr seid ja quasi gerade erst alle aufgestanden. Leistest du jetzt Emilio auf dem Klo ein bisschen Gesellschaft? Achso, warum spule ich eigentlich nicht? Wenigstens Mittelstufe. Könnte ich mal machen, ne? Winke, winke. Ja, dusch mal. Ah, ja, ja. Und jetzt? Raus da. Husch, husch. Ja, also wie gesagt, hier ist dieses wunderhübsche Trainingsgerät. Ihr dürft es gerne benutzen. Es ist eigentlich zur Benutzung gedacht, ne? Es soll nicht nur eine Deko sein. Ah, Nadine ist müde geworden. Okay, Nadine geht schlafen. Ihr könnt auch den wunderbaren Wandspiegel ausprobieren. Der sorgt genial für Charisma. Sowas könntet ihr auch mal gebrauchen. Ja, ihr könnt euch aber auch einfach so unterhalten und für irgendwas verabreden. So, gehen wir mal raus. Und Chiara konzertet hier wieder. Ach, und schaute mal, Luise hat das Angeln für sich entdeckt. Ja, schön, ja, schön. Das ist aber nett. Das machst du gut. Bring ein paar Fische mit. Stimmt, deswegen wollte ich ja auch noch in die Inventare gucken, um die Fische da rauszuholen. Die haben bestimmt mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele Fische gehortet bei unserer Angelei. Und gucke mal, Emilio will wieder was von dir. Hallo, Luise. Ich will was von dir. Ich weiß, ich stehe hier mit meinem Schmerbauch und meinem nicht arbeiten können und nicht Geld verdienen. Und ich stehe doch so auf dich. Und du hast nur Augen für den Fisch. Ich stehe doch so auf dich und du hast nur Augen für den Fisch. Das reimt sich, Leute. Und was sich reimt, ist gut. Juhu. Ja, und Ben ist wieder am Ausrasten wegen Chiaras Musikkünsten. Ja, ja, so ist das. Was macht ihr sonst noch so? Ist irgendwer wieder am geheimen Ort? Oh. Ha, wer bist denn du? Titania Sommertraum. Hallöchen. Kenne ich dich nicht irgendwoher? Gott, ist das lange her, wo ich Titania und die Familie mal kennengelernt habe. Unsere Elfen, wie ich immer sag. Die mit den spitzen Ohren. Ja, ja. Oh, Bastian spielt Schach, okay. Coole Sache das. Und Emilio ist wer weiß wohin. Nein, nein, wir ignorieren das. Was steht denn da? Petra und ein Kollege haben auf der Arbeit eine Insektensammlung. Ach, sowas. Und Petra bemerkt, dass ihr Kollege einige der fliegenden Insekten falsch beschriftet hat. Ach ja. Soll sie ihren Kollegen informieren oder den Fehler selbst beheben? Nee, ist wurscht, ist egal. Gibt zwar keinen Karriere-Dingsbums, aber nee. Ich ignoriere so Sachen momentan. Ah, und da oben wird wieder geträumt. Ach, nicht lesend? Oh, Luca schläft schlecht, oder was? Also hier oben ist nichts los. Ich gehe wieder nach unten. Hier ist langweilig. Mein, hier passiert auch nicht viel mehr, außer dass Ben Chiara in die Ohren schreit. Und mir auch. Aber ja.
Ich sollte mal zählen, wie viele Fische Luise angelt. Aber ich find's toll, ey, dass die wirklich jetzt auch rausgehen und da mal was tun. Das finde ich doch sehr, sehr nice. So, jetzt mal ein bisschen vorwärts hier. Und da ist Emilio schon wieder. Wo warst denn du? Ach, du hast oben im Bett gelegen. Genau, stimmt. Hast dir endlich was angezogen? Meinst du, so ist besser, mit Luise in Kontakt zu treten, wenn man was anhat? Oh, das kann schon sein, ne? Ben schreibt Tagebuch. Hm? Ach ja, komm, mach inne. Will, dass der Tag rumgeht. Und ich meine Wünsche mal erfüllen kann. Ja, wie er schön brav dazu guckt, wie sie angelt. Wisst ihr, also ich meine, ich finde es ja nett, dass Emilio so auf Luise steht und keine Ahnung. Aber er könnte doch jetzt hingehen, statt die ganze Zeit neben ihr zu stehen und zu warten, ob sie sich mal umdreht. Angeln nehmen, hinstellen, mitmachen. Da hätte er mehr davon. Dann könnte er sich mit ihr dabei unterhalten. Sie hätten ein gemeinsames, ja, würden gemeinsam etwas machen. Wenn auch getrennt, weil jeder für sich angelt, klar. Aber es wäre Gemeinsamkeit da irgendwo, ne? Weil beide angeln. Anstatt hier da zu stehen wie so ein Stalker ohne Ende und nicht vorwärts zu kommen. Das ist doch, ich weiß nicht, die Sims sind manchmal, also vor allem Emilio hat manchmal, ich weiß auch nicht, Anwandlungen. Das finde ich ein bisschen bescheuert. So, was macht ihr zwei denn? Ihr geht nach draußen? Wo bist du hin? Warum hast du was? Hast du was weggeworfen? Ach du Gott. Oh, Nadine! Nadine, meine Liebste! Auch ihr seid, also so langsam. Ich weiß nicht, ob es mit dem Angeln zu tun hat. Dass man die Leute wirklich mal der Natur nahe bringen muss, damit die auf die Idee kommen, hier auch mal was zu tun. Jetzt ist Nadine am Schnibbeln. Das ist einfach ungemein schön, wenn die Leute hier auch mal merken, die Rosenbüsche sind ja eigentlich hübsche Blümchen, aber die sehen sowas von gekrautet aus und keine Ahnung, ich muss da mal dran gehen und mal gucken, dass ich die irgendwie ein bisschen verschönern kann. Hm? Naja. Genau, macht das. So, wer ist jetzt da wieder? Oh, und ihr zwei spielt mal. Da hat jemand Emilio von Luise abgelenkt. Das ist gut. Chiara wird wieder bis zur Erschöpfung Klavier spielen. Ah, und da komme ich. Juhu! Und? Hat's aber lang auf sich warten lassen. Das hat ja jetzt echt lange auf sich warten lassen. Ich denke eben, mein Gott, was war es, dauert denn da jetzt so lang? Muss er sich erst 10-mal überlegen, ob ich jetzt befördert bin oder nicht. Juhu, ich bin. So, also erste Info, Luise hat Begeisterung für die Natur entwickelt. Jetzt kann sie Schmetterlinge und Spinnen fangen. Das ist toll. Ich bin kontaktfreudig und habe wieder eine Arbeitskollegin mitgebracht, die Christel Brandt. Ist zwar schon etwas ältere Dame, aber das macht nichts. Sie sieht schick und nett aus. Da werden wir gleich mal Freundschaft schließen. Und ich wurde befördert zur Beiköchin. Sehr gut. Habe ich diesen Titel auf meiner Liste stehen? Wartet mal. Muss ich jetzt mal gucken. Wo habe ich es denn? Tellerwäscherin? Nee. Gab's wieder nicht. Oh Gott. Ich glaube, ich bin noch ewig weit von meinem Dings entfernt. Also Beiköchin. Ich hab hier irgendwie ganz andere Titel. Tellerwäscher, Kellner, Imbissmanager, Sous-Chef, Küchenchef, Restaurantkritiker, Kochbuchautor, Restaurantbesitzer, Meisterkoch, Schoko, Riegelmagnat. So, da ist nichts von Beiköchin drin. Mensch, wo gehört das jetzt wieder hin, auf welche Stufe? Ich hasse es, da macht man sich die Mühe und recherchiert vorher nach dem Kram und dann hilft's einem auch nicht weiter. So, die Tatsache, dass du immer weniger mit Nahrungsmitteln in Berührung kommst, je höher du auf der Karriereleiter steigst, hat schon etwas Ironisches, ja. Als Beiköchin verbringst du die meiste Zeit damit, Küchenpersonal herumzuscheuchen und anzufeuern. Möchtest du weiterkommen, solltest du beweisen, dass du kreativ genug bist, um deine eigenen Gerichte zu kreieren. Bon Appetit. Okay, wir müssen jetzt von 14 bis um 21 Uhr arbeiten, haben 852 verdient und 1704 als Bonus bekommen. Wir könnten wir jetzt eigentlich noch auf die Arbeit gehen? Ja, könnten wir. Machen wir aber nicht. Wir sind ja nicht bekloppt, ne? Nee. Aber ich brauche Logik. Guck dir mal. Ei, jappa. Gut, okay.
Heißt, wir reden jetzt direkt mal mit unserer netten Kollegin hier. Ja, hallo, guten Tag, wie geht's? Reden wir doch direkt über das Hobby Kochkunst, weil das vereint uns, ne? Wir sind ja Kollegen und dann plaudern wir mal, erzählen uns Witze und spielen vielleicht mal eine Runde Foodback oder irgend sowas. Die Schürze steht mir auch ausnehmend gut, finde ich. Fehlt nur die Kochmütze. Aber ja, ich habe ja mit Kochen scheinbar selber im Moment nicht viel zu tun. Ich habe eine andere Hose an als sie. Also die Hose von ihr gefällt mir besser. Meine sorgt in den Augen echt für krankes Aua. Die ist ja, dieses Muster. Nee, ich muss weg da. Tut mir leid. Und Nadine ist. Ach, guck doch mal, Nadine, ich werde dich nachher sowas von loben. Du wirst geknuddelt und geknutscht. Ehrlich, das ist nicht. Das ist auch einfach göttlich. Und hier, was machen? Ah, jetzt stehen sie. Nein, Leute, guckt euch das an. Jetzt stehen sie zu zweit hinter Luise und beobachten sie, wie sie ihre Fische fängt. Und Ben isst die ekelhaften, verbrannten Pfannkuchen. Ja, und Emilio kann sich überhaupt nicht mehr einkriegen über Luise, die da die Fische fängt. Ja. Ernsthaft, Leute. Da kommt die Madame aus der Naturoase. Ja, das ist wunderschön. Und da kommt der nächste Fisch. Juhu! Sehr fein, sehr fein, sehr fein. Warte mal kurz. Oh, die natürliche Welt, in der wir leben, hat deinen Ruf gehört, Luise. Als Belohnung für deine Hingabe möchte ich dich in die grüne Oase einladen, wo naturliebende Sims jederzeit willkommen sind. Außer hier in dieser Challenge, weil da darf sie leider nicht hin. Vielleicht ganz am Schluss, wenn wir mal die ganzen Sachen, die wir eingesammelt haben, vielleicht nochmal als Truppe abgrasen und einfach ein bisschen rumfeiern. Könnte man machen, könnte man überlegen, falls die alle überleben. Das ist das, ne? Aber ja, so wird sie mal jetzt vom Angeln abgelenkt und hört vielleicht mal auf und merkt, dass sie schon seit Stunden hier steht und begutachtet wird. Ja, und jetzt kommt auch endlich Emilio zum Zug. Endlich, endlich kann er wieder mit ihr reden. Luca, da oben ist eine Dusche, weißt du? Du brauchst nur hochgehen. Ach, das war's jetzt schon. Naja, macht ihr mal. Ich bin auch gerade hier, ach toll, wunderbar. Wo sind wir denn? Wo ist denn die Dame? Hallo, warum habe ich die hier nicht in der Anzeige drin? Ah, ja. Oh! Läuft gut, würde ich sagen. Ja, prima. Dann bewundern wir sie mal. Die macht das scheinbar ganz gut so. Erzählen ihr noch einen Witz und reden noch mal mit ihr. Und können schon tratschen. Ja, muss ich dir mal erzählen. Du, was hier so wohnt, es ist herrlich. Und dann muss ich unbedingt zu Nadine. Das geht gar nicht. Und wir brauchen den Logikpunkt. Und ich möchte endlich ein Date haben. Ja, ob ich das jemals schaffe. Hey, Nadine, nicht weglaufen. Ich wollte dich doch loben für alles und überhaupt. Und ach Gott, ich muss mich auch um meine Bäumchen hier kümmern. Meine Güte. Hier muss gepflegt werden. Da muss nichts gemacht werden. Christel, komm einfach rein und genieße. Ich mache auch vielleicht gleich noch was zu futtern. Ich meine, der Tag ist rum. Wir haben langsam alle wieder Hunger. Vielleicht macht es Sinn, erst zu essen und dann Logik zu lernen. Ich könnte mich auch einfach zu Bastian dazusetzen. Ja, mal sehen, mal sehen. Wir kriegen das schon hin. Komm rein, Christel. Mach's dir gemütlich. Wer läuft da? Carmen Pauls. Eben habe ich schon gedacht, das wäre jemand anders, aber die müsste ja auch grauhaarig sein. Hi, Carmen. Petra hat Begeisterung für die Natur entwickelt. Ja, ich entwickle die andauernd und verliere sie auch wieder. Ach, herrlich. Ist das nicht schön? Und Chiara, echt, das ist der... Ach, schau an, ach, schau an. Hier, hallo. Bastian hat sich einen Logikpunkt verdient. Ja, das muss ich noch. Und sagt, in der letzten Woche wäre nichts Besonderes passiert. Ich weiß nicht, welche Woche du so hattest, aber er sorgt dafür, dass diese Woche besser wird. Das finde ich auch in Ordnung. Ja, und Christel hat sich direkt mal zu ihm gesetzt. Da ist eine gewisse Verbindung. Ich spüre das, ihr Lieben. Ich spüre das. Und ja, mir geht's gerade ganz gut. Ich brauche Komfort und habe aber auch Hunger. Ich gebe hier schon mal ein. Was können wir denn machen? Mittagessen servieren?
Wir können natürlich wieder Fisch machen, aber langsam wird's doof mit den Fischs. Ich hätte Lust auf Hamburger. Was bietet denn das Abendessen? Nur Chili und Chefsalat. Nee, so ein Hamburger, das wär's jetzt. Da hab ich Bock drauf. So. Und dann schauen wir mal weiter. Genau.